Sie können Fragen stellen oder Meinungen sagen. Doch bitte so kurz wie möglich. Wir wollen viel ins Wort kommen lassen. Und deswegen soll die Redezeit jetzt auf eine Minute begrenzt werden. Und die Uhr läuft wieder. Und das Publikum bitte ich wieder zu klatschen, wenn die Zeit um ist. Und wenn Sie den Beitrag total interessant finden, können Sie ja im Moment mit dem Klatschen warten. Ich würde es jetzt gerne so machen, dass Sie sich nicht melden, sondern bei den Saalmikrofonen anstellen. Dann haben wir nämlich gleich die Reihenfolge geregelt und dann habe ich nicht die Verantwortung dafür, wenn jemand übersehen wird. Und dann gehen Sie jetzt bitte an die Mikrofone und stellen sich da an, wenn Sie was sagen wollen. Und ich habe noch eine Bitte dazu. Dieser Abend kann ein großer Erfolg werden, wenn es uns gelingt, Frau Gottschalk zu konsequenter Ablehnung von Fracking und CETA zu bewegen. Also sagen Sie eindringlich, was Ihnen auf dem Herzen liegt, jedoch bitte ohne verletzend zu sein. Ja. Der Erste. Ganz kurz nur, für den Parteiredner möchte ich sagen, wenn man die eine halbe Minute unterbricht mit Klatschen, sollte man ihn nicht bei 4 Minuten den Hahn abdrehen. Zu Frau Gottschalk ganz kurz. Frau Gottschalk, ich finde es sehr erschütternd, dass Sie hier von Panikmacher reden, während Ihr Parteivorsitzender Gabriel, unser Wirtschaftsminister, vor einiger Zeit entgegen den Basisbeschlüssen Ihrer Partei gesagt hat, gegen CETA kann man nichts mehr machen. Da steht sozusagen schon fest aus seiner Sicht, dass das akzeptiert werden soll. Finde ich äußerst bedauerlich und von Panikmacher hier zu reden, nachdem wir vor fertige Tatsachen gestellt worden wären, wenn nicht die Bürgerinitiativen sich gewaltig ins Zeug gelegt hätten, finde ich sehr traurig. Danke. Also daran möchte ich auch gerne anknüpfen. Also es geht mir darum, das Thema, das beinhaltet ja das Potenzial, einen wirklich mutlos zu machen und auch Zukunftsängste zu empfinden. Und ich denke, also die letzten Wochen zeigen ja, dass, also ich finde es schockierend, dass die Medien sich sehr mit dem Thema Pegida auseinandersetzen. Das sind vielleicht 17.000 Menschen, die niedere Anliegen haben vielleicht, im Gegensatz zu einer recht breiten Bevölkerungsschicht, die auch noch, also ich meine, wir sind zum Teil Akademiker, wenn wir uns hier umsehen, das sind informierte Menschen, die aus der Mitte kommen und die ernsthafte Bedenken haben und die werden einfach nicht gehört. In den Nachrichten hört man nichts von den 1 Million Menschen, die sich schon per Unterschrift gegen CETA und TTIP geäußert haben, von der Menge, die noch zu Hause sitzt und zweifelt, ob sie vielleicht zu dumm ist, das zu begreifen, weil es ja auch kaum fassbar ist, was da auf uns zurollen soll. Wir sind viele und wir müssen an die Öffentlichkeit kommen und wir müssen mit unserem Berufsstand, mit unserer hohen Ausbildung Wort ergreifen und diesen Politikern, die uns für dumm verkaufen wollen, etwas entgegensetzen. Ich wollte auch noch an Frau Gottschalk speziell vielleicht die Idee äußern. Die SPD könnte sich da auch enorm profilieren, indem sie jetzt einfach komplett Nein zu CETA und dieser sagt. Damit könnte sie nämlich sagen, für die bürgerliche Mitte, die Masse der Wähler, denn es wählen ja ungefähr 10% die Linke, 10% die Grünen, das wird sich nicht so wahnsinnig dramatisch ändern in der nächsten Zeit. Das heißt, dass 80% wählen eben CDU oder eben SPD. Und wenn jetzt SPD und CDU beide für CETA im Wesentlichen sind, dann gibt es ja überhaupt keine Alternative für die Masse der Wähler. Das heißt, das führt dann wieder dazu, dass eben nur eine geringe Wahlbeteiligung ist. Dagegen, wenn jetzt eben die SPD begreifen würde, dass das die Chance nämlich für die SPD wäre, jetzt wirklich mal richtig stark zu werden, indem nämlich viele Stimmen von der CDU abwerben würde durch so eine Profilierung, dann wäre das eine enorme Chance für die SPD und vor allem natürlich auch eine enorme Chance für Deutschland, für die Menschen, für Europa, nämlich vor diesen furchtbaren Folgen dieser Abkommen
geschützt zu werden, wirksam. Und dann will ich nur noch einen ganz kurzen Sachpunkt sagen. Ich finde es auch bemerkenswert, dass die Bundesregierung überhaupt nicht vorsieht, eben irgendeine Ausstiegsklausel. Ich meine, wir hoffen, dass es gar nicht erst dazu kommt, dass diese Abkommen eben noch gestoppt werden. Aber wieso ist es, ich finde es unmöglich, dass es ein Abkommen gibt, in dem keine reguläre, juristisch saubere Ausstiegsklausel fahren müssen? Ähnliches Problem haben wir in der Europäischen Union. Da wird ja auch gesagt, es ist nicht vorgesehen, dass irgendein Staat aussteigt. Und so ähnlich ist das hier auch. Und das, finde ich, ist einfach juristisch unmöglich. Kannst du ein bisschen dichter an das Mikrofon gehen? Ich gehe dichter ans Mikrofon, ja. Ich habe so ein Problem, die Intransparenz und das Verschweigen der Inhalte, TTIP und CETA, sind eigentlich von vornherein geeignet, sie gar nicht erst gedanklich in Erwägung zu ziehen. Ich möchte in Bezug auf Fracking nur feststellen, dass wir keine Forschung benötigen, wenn ich sehe, dass in Amerika 300.000 Fracking-Bohrungen bereits vorhanden sind. Das Zahlenmaterial drüben in Amerika zeigt, die Banken haben Fracking mit 480 Milliarden Dollar gefördert und stellen jetzt fest, bei fallenden Öl- und Gaspreisen, dass die Fracking-Industrie gar nicht in der Lage ist, dieses Kapital wieder zu erwirtschaften. Wir hatten in 2008, 2009 die Lehman-Pleite mit Immobilien und ich denke, wenn das so weitergeht, dann werden wir mit diesen 480 Milliarden die nächste Finanzkrise oder den Crash rüberbekommen. Wir brauchen da auch keine Erkundungs- oder Forschungsbohrungen, um festzustellen, dass das wirtschaftlich nicht tragbar ist. Das Letzte, was an Forschungsvorhaben mir in Erinnerung ist, ist die Tatsache, dass Japan zur Erforschung Walfang betreibt und sich damit umfangreich im Weltmeer bedient. Das wäre damit Fracking nicht wesentlich anders. Da sollte man drüber nachdenken, ob wir noch irgendwelche Erkenntnisse brauchen. Bei 11 Erdbeben allein in Kalifornien innerhalb einer Woche und das letzte in Ohio mit über, meines Wissens, über 4 der Richterskala. Dass dort Erdbeben ausgelöst werden, dürfte selbstverständlich auf diese Tätigkeit zurückzuführen sein. Da gibt es meines Erachtens nichts mehr zu beweisen, das sollte man einfach die Finger von lassen. Also letztendlich wiederholen wir uns, glaube ich, und trotzdem will ich es nochmal loswerden. Auf der politischen Ebene beklagt man immer das Desinteresse der Bürger dieses Landes. Fast 50% gehen nicht mehr zur Wahl, aber was bitteschön soll ich noch wählen, wenn ich sie gewählt habe und höre, dass sie sich nicht an die Voten hier von der Basis halten, die überall dann absagen, wir wollen kein Fracking und dann überlegen sie sich noch, ob sie noch irgendwelche Gutachten brauchen, um sich gegen das Fracking auszusprechen. Ich habe mit Pegida weiß Gott nichts am Hut und ich gehe jeden Montag gegen Pegida auf die Straße. Und trotzdem kann ich diese Unverdrossenheit, den Unmut über die bestehende Politik vollends verstehen. Und ich frage mich, wann man in Berlin und überall endlich mal aufwacht. Heino Kirchhoff, ich komme hier aus dem Nachbarort Volmershausen und habe an Sie bzw. an unseren Wirtschaftsminister folgende Frage. Er war ja vor einem Dreivierteljahr hier in Kassel bei SMA, hat mit viel Applaus die größten Frechheiten zum EEG 2.0 verkündet. Inzwischen hat sich das ausgewirkt. Wir haben über 100.000 Arbeitsplätze weniger in den erneuerbaren Energien. Der vorgesehene Ausbau im Bereich Photovoltaik ist im letzten Jahr nicht eingetreten. Wir hatten mal 7,5 Megawatt und jetzt sind es, glaube ich, 2,4 oder 2,5. Dafür kauft China und Südkorea unsere Entwicklung und unsere Patente zum Schleuderpreis oder geschenkt auf, bauen das auf, was wir bauen wollten mit der Energiewende und nehmen uns und insgesamt ein Stück Zukunft.
Wie ist das in Verbindung mit Fracking zu sehen? Beides sollte ja eine Energiesicherung dienen. Warum baut man zum Beispiel nicht in Europa eine europäische Solarfabrik, um einzig dazustehen in der Welt und diese Zukunftstechnik zu fördern? Danke sehr. Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass Frau Gottschalk, es geht weitgehend an Sie, dass ich eigentlich klassischer SPD-Wähler wäre, wenn ich mir so die Geschichte anschaue und sehe, welche Ziele die SPD früher mal hatte als Arbeitnehmerpartei. Und ich muss mit großem Verdruss feststellen, dass die SPD durch jahrzehntelange mittlerweile Politik quasi hingerichtet wird. Und Herr Gabriel ist gerade dabei, der Sache ein Ende zu bereiten. Das ist wirklich nicht nur traurig, das ist richtig fatal. Was sollen die Leute noch wählen? Frau Gottschalk, Sie sind jetzt mehrfach angesprochen und ich fände es jetzt gut, wenn Sie was dazu sagen könnten. Wir machen nachher weiter mit den Publikumsmeldungen. Es ist gut, wenn ruhig auch dann noch welche hinter dem Mikrofon stehen bleiben, aber ich finde es jetzt angemessen, dass Sie erstmal was sagen können. Ja, Herr Gröschner, ich bin Ihnen dafür sehr dankbar, weil also ein Stück weit habe ich den Eindruck, es ist ein bisschen wie Tribunal. Ich habe 4 Minuten gehabt, um überhaupt was zu sagen und habe jede Menge Gegenwind. Also ich will das wirklich sehr sachlich machen, aber ich muss auch wenigstens die Möglichkeit haben, reagieren zu können auf diese Fragen, die mir gestellt worden sind. Und zwar auch mit dem Halbsatz, weil sonst funktioniert das nicht. Ich will mich wirklich beschränken und will es so kurz und knapp wie möglich machen. Aber ich muss schon noch wenigstens 3 Sätze gerade aussagen können, damit Sie verstehen, wo mein Handeln liegt. Also, ich habe vorhin angefangen, wir fangen mal bei Fracking an. Ich habe vorhin gesagt, ich bin selber sehr, sehr kritisch Fracking gegenüber eingestellt und deswegen werde ich diesen Gesetzentwurf, der vorliegt, auf Herz und Nieren prüfen und werde mich dann entscheiden, wie ich zustimme. Und nein, es ist kein Wischiwaschi. Aber vielleicht müssen Sie sich einfach mal mit den demokratischen Geflogenheiten auch bekannt machen. Ich weiß, heute bin ich bei der BI und da ist eben der Wind gegen mich. Ich kann Ihnen trotzdem nur sagen, ich bin Fracking-Gegnerin und ich werde mich persönlich in diesem Gesetzgebungsverfahren einbringen und dazu habe ich auch ausreichend Zeit, das wird frühestens den Bundestag im April erreichen. Dann werden die ersten Anhörungen stattfinden und dann kann man dezidiert da diskutieren. Es gibt nämlich den Unterschied zwischen dem konventionellen und dem unkonventionellen Fracking. Das eine ist eben mit der Chemie, das andere ist ohne, um es jetzt mal so einfach zu sagen. Und in Niedersachsen wird seit 60 Jahren dieses konventionelle Fracking gemacht. Und die wollen das weitermachen dort, der große Teil, auch der des Landes Niedersachsen. Und deshalb kann man es einfach mit so einfach verbieten. Das Zweite ist, es kommt dazu, man kann auch nicht einfach was verbieten, weil wir die Gewerbefreiheit haben. Und Gesetze müssen so sein, dass sie nachher auch juristenfest sind, wenn ein großes Unternehmen dagegen klagt, aber wenig davon. Das sehen wir im Moment an den Klagen der Atomindustrie wegen der Brennelementsteuer. Also es muss schon so sein, dass die großen Unternehmen auch nicht wegen uns klagen können. Das ist das eine. Ja. Wir haben schon Freunde, aber auch keine Feinde. Das war jetzt auch ein sehr sachlicher Beitrag. Das ist das eine. Ich werde mich dann letztendlich entscheiden, wenn diese unklaren Fragen geklärt worden sind, Lagerstättenwasser, wenn geklärt worden ist, wie zukünftig mit Trinkwasser umgegangen wird, welche Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Und das sind
alles Themen, die, denke ich, für uns alle interessant sind und wo es wirklich auch wichtig wäre, dass sich alle damit beschäftigen. Das Zweite ist, zum CETA und zum TTIP, da habe ich jetzt schon jede Menge Gegenwind bekommen und gesagt, so, wir, ich böse Politiker, ich stimme dazu. Ich habe ihm vorhin gesagt, ich werde mich entscheiden, dann, wenn es soweit ist, und zwar dann, wenn wir es behandeln, auch im Bundestag, wenn wir es behandeln im EU-Parlament. Wir haben im Europäischen Parlament einen sehr guten Sozialdemokrat, das ist der Bernd Lange, der zuständige Berichterstatter, er ist aber auch der Vorsitzende des Handelsausschusses und der hat diese Freihandelsabkommen auch sehr genau im Auge, der ist mit dabei und prüft das, der war auch mit bei unserem Parteikonvent, wo wir eben genau gesagt haben, diese Schiedsgerichtsverfahren wollen wir nicht. Und auch wenn jede Menge Bashing im Moment gegen Gabriel gemacht wird, ich nehme trotzdem den Schuss, Gabriel reist im Moment durch die Lande und versucht auch die anderen Länder davon zu überzeugen, dass dieser Investorenschutz raus muss. Also, und zum Fahrplan noch einmal vielleicht. Ende 2015, frühestens Anfang 2016 wird er überhaupt im Europäischen Parlament vorliegen. Wir werden die deutsche Übersetzung im Bundestag, ich habe mit meinen Wirtschaftsleuten geredet, im November wahrscheinlich bekommen, dass man sich dann nochmal genau damit schlau machen kann. Und ich meinte natürlich nicht die Verhandlung, ich meine die Beratung im Bundestag, Frau Leidig, das war von mir ein Versprecher. Wir werden, dann muss das Europäische Parlament zustimmen und der Rat. Und weil es ein gemischtes Abkommen ist, muss der Rat einstimmig zustimmen. Das ist schon mal eine hohe Hürde, die das erstmal nehmen müsste. Und danach geht es erst in die nationalen Parlamente. Und dann gibt es eine Ratifizierung. Das soll es jetzt von meiner Seite gewesen sein. Ich muss es nur einfach ein Stück weit ausholen, aber ich werde mich dann erst entscheiden, wenn auch wirklich alle Fakten auf dem Tisch liegen. Ja, jetzt. Veronika Bayer, wollte was sagen? Frau Gottschalk, ich möchte gerne an Ihr Herz als Sozialdemokratin appellieren. Also der Deutsche Gewerkschaftsbund, ich habe es jetzt gerade nochmal rausgesucht, der sagte, also einmal widerspricht er dem Eindruck, dass das mit Gabriel vorgelegte Papier seine Zustimmung zu dem CETA-Abkommen. Vielmehr seien die Kriterien als harte, die Anforderungen als harte Kriterien zu werten. Und zwar, das war, die Gewerkschaften haben verlangt, dass wirksam durchsetzbare Regeln für Arbeitnehmerrechte in CETA vereinbart werden. Und stellt fest, die sind dort nicht wirksam vereinbart. Ich kann Ihnen das auch noch, also, ich lege Ihnen das wirklich ins Herz. Arbeitnehmerrechte sind durch CETA nicht geschützt. Das ist ein Kapitel, das ist auch dem Schiedstribunal entzogen, sondern es beruht darauf, dass wenn es Streitigkeiten gibt, das im Konsens gelöst werden soll. Also das ist ein ganz harter Punkt, also auch wenn immer diese Schiedsgerichtsbarkeit im Vordergrund steht. Zweiter Punkt, kommunale Daseinsvorsorge. Das trifft nicht zu, dass die CETA ausgenommen wird. Im Gegenteil, auch das sagen die Gewerkschaften, im dritten Punkt, die geplanten Regeln zur Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte schützen die öffentlichen Dienstleistungen nicht ausreichend. Ich kann das auch noch differenzieren, aber ich will jetzt weder Sie noch die Leute hier mit Details zuschütten, weil das eine komplizierte Materie ist. Aber eine Sache, die ist vielleicht einfach zu verstehen, Energie und Telekommunikation beispielsweise, die sind durch CETA nicht geschützt. Und Energie ist genau dieser Sektor, den der Kollege Kircher vorher auch angesprochen hat. Also bitte, es heißt immer, dieses Abkommen sei fertig verhandelt. Ich appelliere es an Sie und alle Mitglieder vom Bundestag,
gucken Sie sich diese Schweinereien im Einzelnen an und lassen Sie sich nicht damit abspeisen, dass es schon aus und fertig verhandelt wird. Das ist mein Appell an Sie. Und dann, denke ich, werden Ihnen wahrscheinlich die Haare so zu Berge stehen, dass Sie sagen, das überlegen wir uns nochmal. Und ein Satz noch, ich bin kein Globalisierungsgegner. Ich bin gehöre zur Organisation, die ist globalisierungskritisch, weil sie sagt, Globalisierung geht anders. Und wir, die Organisationen, die sich in diesem Bündnis zusammengeschlossen haben, die haben auch sich viel Mühe gegeben und viel Gehirnschmalz verwendet, wie man ein alternatives Handlungsmandat für einen gerechten Welthandel erstellen könnte. Mein Name ist Anke Gerstenberger, ich komme aus Kassel und eine Frage, die sich mir so generell immer stellt, wenn wir über Fracking reden oder auch über diese Freihandelsabkommen, die Fracking indirekt ermöglichen können. Wir haben schon alle Beispiele, wie das geht. Vattenfall, Klagen gegen Deutschland, Kanada hat ganz viele Klagen am Hals aufgrund solcher Klauseln. Und wenn man dann guckt, also in USA ist es völlig belegt, was Fracking tut. Ich weiß nicht, warum man da immer noch 50.000 Gutachten braucht und ob man überhaupt überlegen muss, dass man Naturschutzgebiete da rausnimmt. Also ich weiß nicht, da fühle ich mich ein bisschen für blöd verkauft. Und das andere ist, jeder uns zu nehmende Wissenschaftler heutzutage, und zwar quer durch die Bank der Disziplinen. Das sind Wirtschaftsleute, Volkswirtschaftsleute, das sind Klimaforscher, das sind Ökologen, das sind, um einige zu nennen, Bill McKibben, der natürlich auch diese 350.org, der jetzt die Schnauze voll hat und Aktivist geworden ist. Da ist Guy McPherson, der ganz klar sagt, auf Bioneers.com kann man das gucken, da gibt es ganz tolle Beiträge in Englisch, dass diese die klimatischen, also dass der Klimawandel viel schneller vorangeht, weil viele dieser Dinge, die passieren, nicht linear passieren, sondern exponentiell passieren. Das heißt, in unglaublich kurzer Zeit können Effekte auftauchen, die, was weiß ich, vor 10 Stunden noch gar nicht möglich gewesen wären. Wir haben immer mehr Dürren, wir haben immer mehr Tsunamis und diese extremen Wetterverhältnisse werden sich immer extremer gestalten. Und dann weiß ich nicht, wie hier Leute immer noch an diesen fossilen Energieträgern festhalten können und um unabhängig von Putins Gas zu werden, können wir vielleicht einfach den Blick komplett woanders hinrichten und andere Energieträger nutzen, wie Wind und Sonne und so weiter und vielleicht einfach weniger verbrauchen. Als Bürger dieser Republik und als Wähler empfinde ich es als Beleidigung, dass sowas wie TISA, TTIP, CETA im Geheimen verhandelt wird und versucht wird, da die Demokratie zu umgehen. Und ich erwarte von den Abgeordneten, dass man nicht sagt, ja, da können wir ja nochmal drüber reden, sondern dass man, es erkannt wird, hier geht es der Demokratie an die Substanz und das schließt mir kategorisch aus. Es ist nicht verhandelbar. Allein diese drei Sachen, Investorenschutz, regulatorische Kooperation und die Negativliste, geht so gegen die Substanz unserer Demokratie, dass ich erwarte von jedem Abgeordneten, dass er sagt, nur über meine Leiche. Können Sie mich so hören? Ja, ich glaube ja. Mein Name ist Katharina Levin. Ich bin sicher, dass Sie und auch die anderen Regierenden erkannt haben,
dass es sich bei Leuten wie hier nicht um Querulanten handelt. Wir sind echte Betroffene. Ich war junges Mädchen, junge Frau, als Atom eingeführt wurde. Ich habe gesagt, ach, was wollen die demonstrieren? Die Politiker wollen doch auch leben. Die haben doch auch Kinder. Welche Verantwortung haben diese Politiker getragen, wenn ich heute an die Asse und Co. denke? Und die Kosten, das wissen Sie, aber ich sage es mal hier in der Öffentlichkeit, wird immer betont, die Energie, die erneuerbaren Energien wären so teuer. Wer hat denn mal aufgeschlüsselt, wie viel Kosten auf uns noch zukommen und schon sind, mit den rostigen Fässern des Atommülls? Und das ist jetzt nur die Sache, warum ich betone, warum ich mich heute als, ich sag mal schon etwas Bejahrte, noch aufmache, mich gegen Fracking zu wehren. Und jetzt kommt auch noch CETA, TTIP, TISA, ich fasse es nicht mehr. Das sind die ganzen Errungenschaften. Ich habe es mitgemacht in den 70er Jahren. Sind die ganzen Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Arbeitsrecht, Umweltschutz, Naturschutz. Alles ist in diesen Jahren entstanden. Und das sehe ich schwinden. Und da frage ich mich, wie können Politiker insgesamt, und ja, so wie Sie es heute dargestellt haben, Frau Selbert, bin ich sehr erstaunt, dass Sie da noch überlegen müssen. Ich frage Sie, wie viele Tausende müssen noch aufstehen? Müssen wir hier noch, ich sag mal, noch Gewalt eventuell hervorrufen, weil die Leute nicht mehr ein- und auswissen und sich ausgeliefert fühlen? Das ist mein Beitrag. Also, es kommt ja aus dem Publikum sehr einheitlich und sehr empört die Stimmen. Und ich würde gerne den Politikern jetzt auch nochmal wieder die Gelegenheit geben, was dazu zu sagen. Und Frau Gottschalk hat hier wirklich einen ganz schweren Stand, weil sie praktisch von 80% der Politiker im Bundestag die Schläge abkriegt hier. Und es ist wirklich sehr anerkennenswert, dass sie sich hergewagt hat. Ich würde jetzt gern, dass die drei Politiker noch mal was sagen können. Ich würde es aber auch gern begrenzen. Also, dass jeder 2 Minuten jetzt was sagt. Also Frau Gottschalk, ich habe zum Eingang stellen schon eine längere Zeit gehabt und auch eben auch noch mal eine längere Zeit gehabt. Ich glaube schon, dass wir das berücksichtigt haben, dass Sie jetzt hier in einer schwierigen Situation sind. Und wenn jeder jetzt noch mal 2 Minuten was sagt und wir dann wieder im Publikum Stimmen hören, glaube ich, ist das ganz ausgewogen. Ja, fangen wir jetzt. Fangen wir andersrum an, dann haben Sie das letzte Wort. Ja. Dann fange ich an, alles klar. Zu dem, was gesagt worden ist, und weil die Frau Gottschalk jetzt stellvertretend für die Große Koalition das ganze Fett weggekriegt hat, die CDU ist natürlich um kein Deut besser. Und auch da gibt es Beschlüsse von der CSU, dass es da eigentlich die Mitglieder der CSU sogar diesen Investorenschutz raushaben wollen. Und man kann sich halt vorstellen, was die Unionspolitiker machen werden, wenn es zur Abstimmung kommt. Das heißt, so diese Bindung von denen, die tatsächlich dann vertreten, zu denen, die die Meinung bilden an der Basis von den Parteien. An der Stelle scheint es irgendwie einen Bruch zu geben und da ist es ja bei der SPD auch so, vielleicht können Sie da auch nochmal was zu sagen. Jetzt Mitglieder oder die Parteitage haben gesagt, wir wollen es nicht mit dem Investorenschutz, warum kann sich Herr Gabriel da noch so rumbinden? Vielleicht können Sie das nochmal aufgreifen gleich. Dann aus Hessen kam die Ministerin Puttrich, die früher Umwelt gemacht hat in Hessen, jetzt Europaangelegenheiten. Die hessische CDU ist halt eindeutig dafür und das, denke ich, muss heute Abend auch einfach mal gesagt werden. Insofern, Wahlalternative war die eine Frage. Ich denke, es zeigt aber auch ein anderes Problem. Es gibt halt keine Volksgesetzgebung in Deutschland. Es gibt zwar auf
auf kommunaler Ebene diesen Bürgerentscheid und für Hessen noch einen Volksentscheid. Aber es gibt diesen Volksentscheid nicht im Grundgesetz und es gibt keine Möglichkeit, dass tatsächlich Leute, die sich organisieren, die eine Meinung kundtun wollen, die abweichend ist von dem, was der Bundestag gerade will, dass das tatsächlich auch abgestimmt werden kann. Insofern eine ganz wichtige Forderung irgendwie, aber schon seit langem auf dem Programm. Ich weiß nicht, woran es da hapert. Und auch nochmal auf diesen Beitrag zu Pegida. Ich habe auch ein sehr schlechtes Gefühl damit, was die Leute da machen und bin auch regelmäßig auf den Gegenkundgebungen. Aber es stimmt, wir dürfen halt dieses extrem wichtige Thema CETA-Abkommen und diese wichtigen und grundlegenden Entscheidungen, ist ja in dem anderen Beitrag auch rausgekommen. Mir geht es wirklich an die Grundpfeiler der Demokratie. Das dürfen wir halt jetzt nicht einfach so wegdiskutieren, weil jemand irgendwie zeigt, große Demonstrationen vorruft und sagt, das Thema ist wichtiger. CETA und diese Freihandelsabkommen sind um vieles wichtiger als diese Konflikte, die es seit langem in der Gesellschaft gibt, die wir aber nicht lösen können, wo es auch keine Entscheidung im Moment gibt. Also es ist wertvoller, mit 500 Leuten am nächsten Montag gegen CETA und TTIP zu demonstrieren, als dass wir uns weiter irgendwie an diesem Religions- oder es ist ja noch nicht mal ein Religionskonflikt. Also irgendwie, wir müssen, es ist klar geworden, wir wollen keinen Ausländerhass und wir sind eine Gesellschaft mit Religionsfreiheit und Pressefreiheit und allem, was dazugehört. Aber wir müssen halt den Fokus jetzt wieder auf die Themen lenken, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden und das ist im Moment CETA und TTIP für dieses Jahr. Ja, ich würde gerne zu drei Punkten was sagen. Das eine ist, ich fand es wirklich total eindrucksvoll, wie hier diskutiert worden ist, also mit welchen Argumenten, die mir auch nochmal Wichtiges mitgegeben haben. Ich fand zum Beispiel hochspannend, also das Argument, wozu brauchen eigentlich Forschung, wenn man ja überall schon sieht, wie es schiefläuft. Das finde ich total gut, dass Sie das nochmal so klar gemacht haben. Es hat mich auch sehr beeindruckt, wie Sie dargestellt haben, wie das Desinteresse der Bürgerinnen und Bürger quasi geschürt wird durch diese Frustration. Und ich gebe meinem Kollegen von dem Piraten völlig recht, dass direktdemokratische Entscheidungen auf Bundesebene dringend notwendig sind, um dem etwas entgegenzusetzen. Dass es eben eine Art von Politikverständnis gibt in diesem Deutschen Bundestag, die mich auch entsetzt, muss ich sagen. Ich habe 30 Jahre außerparlamentarisch politisch gearbeitet, die eine ungeheuer große Fraktionsdisziplin an den Tag legt, also Abgeordnete wie Frau und andere, die sich dann sozusagen noch lange überlegen müssen, wie wird es in der Fraktion diskutiert und kann ich da und so. In Wirklichkeit ist es eigentlich eine klare Sache. Also wenn man eine solche Bevölkerung im Rücken hat und so, hat man natürlich zu sagen, nee, das lehne ich ab. Davon geht die Welt nicht unter, davon wird auch eine Regierungskoalition nicht brechen, im Zweifelsfall, weil es auch in der CDU und in der CSU deutliche Gegner von diesen Freihandelsabkommen und auch von Fracking gibt. Also es ist ja nicht so, dass da alle einer Meinung sind. Für diejenigen, die sich trauen, kann ich auch sagen, man kann auch mal die Linke wählen, auch wenn es nicht, ihrem sozialkulturellen Überzeugung entspricht. Also ich will es jetzt mal sich machen, es kann nichts schaden. So schlimm sind wir nicht. Und es ist durchaus nicht zu unterschätzen, welchen Einfluss das Anwachsen einer Linken, also der linken Partei, auf das Verhalten der anderen Parteien im Bundestag hat. Das macht sich ganz taktisch. Ja. Ich finde, man muss sich da nicht mit Leib und Seele verschreiben, gar nicht. Ja. Überlegen Sie sich einfach, was es nützt. Und man könnte auch mal Linke wählen, dann hätte man allerdings das Problem, dass die Linke gar nicht regieren will und deshalb auch keine Entscheidungen treffen will und kann. Das erleben wir ständig leider im Bundestag. Und wenn wir sagen, wir wollen den Fokus auch auf wichtige Themen lenken wollen, dann könnten wir genauso sagen, ja,
wir haben die Große Koalition und ich war auch nicht mit allem glücklich, aber wir haben wichtige Dinge durchsetzen können für die Sozialdemokratie, unter anderem eben den Mindestlohn, unter anderem haben wir die Kommunen entlastet, wir haben die Familien gestärkt, das sind keine Ausreden, das ist bares Geld, was im Landkreis ankommt. Und ich finde, das muss man auch bewerten und das sind auch wichtige Themen, neben all den wichtigen Themen, die Sie heute Abend hier besonders behandeln. Und zu den wichtigen Themen gehört für mich auch Fracking. Und ich habe es jetzt schon, glaube ich, öfters gesagt, ich bin Fracking-kritisch. Und ich werde Fracking-kritisch. Und ich bin auch, bin ich ganz bei Ihnen, als junge Frau in den 70er Jahren, habe ich schon gegen die Atomenergie demonstriert. Und ich sage auch, den erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. Und um den Mut der Abgeordneten, man muss wirklich, denke ich, immer abwägen und dann für sich selber entscheiden. Jeder ist frei gewählter Abgeordneter oder Abgeordneter. Bei dem EEG-Gesetz habe ich mich zum Beispiel der Stimme enthalten. Auch nur zur Freude meiner Fraktion, aber es war eben so, weil ich das für mich entschieden habe. Und genauso werde ich das mit Fracking machen. Ich werde mich sehr genau mit der Materie beschäftigen und dann letztendlich entscheiden. Und, aber dann nützt kein Enthalten, Sie brauchen was dagegen. Aber es wäre auch wichtig, dass man wirklich auch inhaltlich sehr, sehr genau schaut, nicht alles vermischt, sondern wirklich sorgfältig abwägt. Und in dieser Malaise stecken eben die Abgeordneten, die müssen eben letztendlich entscheiden. Aber das muss sorgfältig sein. Ich weiß es noch nicht, wie ich abstimmen werde. Ich denke, ich werde auf jeden Fall gegen konventionelles Fracking abstimmen. Aber wie der Gesetzentwurf im Einzelnen aussieht, wir arbeiten doch im Moment dran, diesen Gesetzentwurf, der jetzt vorliegt, zu verbessern. Und erst, wenn ich doch weiß, wie der nachher im Endeffekt aussieht, sind das wirklich Verbesserungen für uns, wird damit wirklich Fracking bei uns in der Region verhindert, dann kann ich doch erst entscheiden für mich. Ich kann doch nicht aus dem hohlen Bauch raus sagen, ich will das aber nicht und dann hört das jetzt so. Und dasselbe trifft eben auf die Handelsabkommen zu, wo ich jetzt auch nicht nochmal detailliert eingehe, weil meine Zeit rum ist. Bitte einfach nur darauf zu achten, dass man wirklich auch guckt, die Politikerinnen und Politiker sind jetzt nicht wirklich alle blöd. Aber sie stehen in einer besonderen Verantwortung. Sie müssen abwägen und sie müssen Gesetze so vorlegen, dass sie auch dass sie nicht gegen geklagt werden kann. Und das ist eine besondere Verantwortung, die wir jetzt auch in der Regierung haben. Und wir haben außerdem noch einen Partner. Ja, dann machen wir jetzt mit den Stimmen aus dem Publikum weiter. Darf ich mal das Wort bitten? Kurz vorab, ich bin ursprünglich gebeten worden, von den Veranstaltern einen Kurzvortrag zu NAFTA zu machen. Und wir haben uns dann entschieden, dass ich das in Frageform mache. Deswegen bitte ich ausnahmsweise 2 Minuten. Sind das an die Politiker gerichtet. Ich beneide Sie alle nicht, die Sie da sitzen. An Frau Gottschalk persönlich gerichtet. Frau Gottschalk, ich glaube Ihre persönliche Lauterkeit. Ich möchte nicht in Ihren Parteidisziplinzwängen stecken. Auf Ihnen hackt man heute Abend besonders rum, weil Sie natürlich zur Regierungsabteilung gehören. Aber Sie haben einen Parteivorsitzenden und wenn man in der Partei nicht ausgebotet werden will, muss man sich in gewissem Rahmen der Parteidisziplin beugen. Dennoch danke ich dafür, dass Sie das intensiv prüfen wollen. Wenn Sie es prüfen wollen, ein kurzer Hinweis. Es gibt ein hervorragendes Heft von einem Herrn Thomas Fritz, der über die Kapitulation von den Konzernen im Zusammenhang mit TTIP, CETA und TISA ein fantastisches Handbuch geschrieben hat von etwa 45 Seiten. Sollten Sie lesen, ich kann es Ihnen gerne empfehlen, wir haben es bei uns hier. Zu dem Abkommen NAFTA möchte ich Ihnen etwas kurz erläutern. Und zwar ist NAFTA das Musterabkommen, was dieser ganzen Geschichte nach dem Welthandelsvereinbarung vorausgegangen ist. Das ist ein Abkommen, das Sie sich angucken sollten, vor 20 Jahren. Es wurde dieses Jahr gefeiert, im letzten Jahr gefeiert. Am 1.1. hat es sich zum 20. Mal gejährt. Der kanadische Präsident, der Präsident der USA Obama und der mexikanische Präsident haben diesen 20. Jahrestag gefeiert. Wenn Sie das Bild zu diesem Feiertag angucken, dann sehen Sie genau den Gesichtsausdruck dieser Herrschaften, wer am meisten beschissen worden ist. Der mexikanische Präsident hat nicht geweint auf dem Foto, weil man bei solchen offiziellen Anlässen nicht weint, aber der sah am betröppelsten aus. Und zwar aus folgendem Grund. Das Abkommen zwischen Kanada
USA und Mexiko. Das ist ein Musterabkommen, was genau nach dem jetzigen CETA und TTIP-Verfahren gelaufen ist. Die Herren Anwälte, meine Kollegen, und für die ich mich fast entschuldigen muss, nein, muss ich ja, obwohl ich nicht daran schuld bin, was sie machen, sind eine Bande von Interessenvertretern, die unserem demokratischen Prinzip der Gewaltenteilung absolut entgegenarbeiten. Heute in Deutschland würden diese Herrschaften gegen Parteiverrats angeklagt und verdonnert werden, weil sie dauernd die Seiten wechseln. Sie sind einmal Ankläger, einmal sind sie Verteidiger und einmal sind sie Richter im ähnlichen Verfahren. Der Amerikaner Price, der Name Norman S. Oman, hat vor 20 Jahren der mexikanischen Regierung im Auftrag der US-Regierung dieses Verfahren, dieses NAFTA-Abkommen, Nordamerikanisches Freihandels Association, schmackhaft gemacht. Heute klagt er gegen die kanadische und mexikanische Regierung im Auftrag der Lobbyisten. Das sagt doch schon alles. Morgen ist Richter, übermorgen Ankläger und dann wieder Verteidiger. Zum NAFTA-Abkommen gucken Sie sich bitte mal die Zahlen an, an Arbeitsplätzen, die verloren gegangen sind, was man den Leuten vor 20 Jahren versprochen hat und was heute mal rausgekommen ist. Mexiko, das ehemalige Maisproduktionsland, importiert zu 70% Mais und Soja zu 60% und ansonsten Nahrungsmittel aus USA und Kanada. Mexikanische Arbeiter haben ihr Land verloren an US-Konzerne. Mexikanische Arbeiter haben heute das Schicksal, dass sie zwischen 1 und 5 Millionen Arbeitsplätze in der Landwirtschaft verloren haben, dafür zu Dumpingpreisen in USA und Kanada arbeiten, um Mais zu produzieren, der nach Mexiko exportiert wird, weil die amerikanischen Maisbauern das Zigfache an Investitionen bzw. Subventionen bekommen, was ein Mexikaner bekommt. Die Mexikaner kriegen, glaube ich, 720 Euro im Jahr und die anderen kriegen 27.000, so ähnlich. Die Zahlen sind hier nachlesbar. Wenn man nur dieses eine Abkommen NAFTA als Beispiel nimmt, dann weiß man, was auf uns zukommt, wenn wir NAFTA, TTIP und TISA Tor und Tür öffnen. Sie brauchen nur dieses Beispiel sich angucken, da brauchen Sie gar nicht überlegen. Zum Fracking zurück, ein Beispiel, warum wir überhaupt auf NAFTA kommen. Der kanadische Konzern Lone Pine Resources klagt unter Bezugnahme auf das NAFTA-Abkommen über seine amerikanische Dachgesellschaft im US-Bundesstaat. Im US-Bundesstaat Delaware ist die ansässig, gegen Kanada, weil das der Bundesstaat Quebec das Fracking-Moratorium verhängt hat und deswegen, weil dort Schäden aufgetreten sind, nicht mehr möchte, dass so gefrackt wird. Und heute klagt man auf 250 Millionen US-Dollar unter Berufung auf das NAFTA-Abkommen, was 20 Jahre alt ist. Letztes Wort. Unser guter Obama, dem ich nicht unterstelle, dass er von Anfang an böse war, hat, bevor er Präsident war 2007, mächtig gegen NAFTA gewettert. Und heute ist er umgefallen. Fragen Sie sich bitte, warum. Ja, mein Name ist Dagmar Löffler. Ich habe mich ehrlich gesagt die letzten zwei Jahre nicht so intensiv mit diesen Themen beschäftigt und bin jetzt heute Abend doch ziemlich betroffen und geschockt von den detaillierteren Informationen, die ich bekommen habe. Ich kann gar nicht ruhig auf meinem Stuhl sitzen, ehrlich gesagt. Und jetzt im Laufe des Abends und was die Vorredner alles gesagt haben, da stelle ich mir die Frage, was das überhaupt hier alles noch mit Politik zu tun hat. Die Politik und unser demokratisches System hat uns immerhin zu diesem Punkt geführt, auf nationaler Ebene, auf europäischer und auf internationaler Ebene. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass unsere Form der Demokratie völlig überfordert ist mit den Anforderungen, die die Globalisierung mit sich gebracht hat. Es ist absolut absurd und ich glaube auch nicht, dass einzelne Politiker daran schuld sind. Und auch von mir aus vielen Dank, Frau Gottschalk, dass Sie sich hier so aussetzen der harten Kritik, die natürlich berechtigt ist in der Sache. Aber es geht natürlich irgendwo auch an die Persönlichkeit, das bleibt ja gar nicht aus. Und wenn man hier sitzt und natürlich dagegen ist, fühlt man sich sehr viel besser. Aber im Prinzip sind wir ja alle Opfer dieser Mechanismen und die in die Politik gehen haben, und das wurde vorhin auch schon mal angesprochen, gar keine echte Chance. Also man ist eben in diesen Mechanismen so drin. Und wenn man an den von uns verehrten Tarek Al-Wazir und überhaupt die Grüne Partei denkt, und wir haben auch schon reflektiert auf die wilden Jahre, die 70er und die 80er, Anti-AKW-Bewegung, Gründung der Grünen Partei und so weiter, dann ist es vielleicht jetzt an der Zeit, auch mal wieder wilde Zeiten anbrechen zu lassen und einfach
wieder mal in so eine Wurzelbewegung zu kommen und die Politik mal ganz an der Seite zu lassen, auch die Menschen, die man damit verwurstet, nicht die Energie zu verschwenden, dass wir gegeneinander sind, sondern dass wir mit unserem gesunden Menschenverstand, so wie wir hier sitzen, ich sag mal, wir fühlen uns so überwiegend zugehörig zum Bildungsbürgertum, wir verstehen das alles, wir haben einen gesunden Menschenverstand, es ist alles klar wie Kloßbrühe, dafür muss man nicht Carlsson vom Dach heißen, da braucht man nur, müssen wir nur ganz normale Bürgerinnen und Bürger sein. Und wir stecken alle in anstrengenden Arbeitsprozessen. Es ist eben eine extrem komplexe und schwierige Zeit, aber vielleicht lohnt es sich jetzt wirklich nochmal alles so auf eine Karte zu setzen und auf die Straße zu gehen. Also in breiter Masse und dieses Sandkastenspiel von Pegida, Kagida, Kögida und wie sie alle jetzt heißen, das vielleicht einfach zu überrennen und sich dieser viel wichtigeren Sache zu widmen. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Norbert Thiele. Ich bin. Ja, bist dran. Kann ich danach dann? Ganz also kurz. So, Sie waren schon mal. Ja, nur ganz kurz. Wir kommen so zum Schluss, dass wir irgendwie ein Ende finden müssen. Wäre nur ganz kurz was zumindest nur. Okay, jetzt lassen wir den Norbert Thiele mal sprechen. Ja, guten Abend. Mein Name ist Norbert Thiele. Ich bin hier SPD-Fraktionsvorsitzender in der Gemeindevertretung. Und wie ich an den Redebeiträgen heute Abend mitbekommen habe, hat es die Uli natürlich nicht ganz leicht. Sie hat es auch intern nicht ganz leicht, weil es gibt innerhalb der SPD viele Kritiker. Das kann ich zu Recht behaupten, weil hier in dieser Gemeindevertretung haben wir Resolutionen auf den Weg gebracht, die gegen Fracking sind, die gegen die Handelsabkommen sind. Und wir geben das auch immer weiter an unsere Spitzen im Bundestag und auch im Landtag. Aber Politik hat nicht nur Fracking und die Themen Freihandelsabkommen, sondern Politik hat viele Fenster und Gefilde. Und wenn ich mir heute Abend hier angucke, dass immer mehr Menschen ein Thema sich aussuchen und darauf dann aufbauen, dann ist das natürlich berechtigt und man muss das auch sehr ernst nehmen, aber die anderen Themen fallen dann gelegentlich ein bisschen hinten runter. Und wenn man sich den ganzen Teller der Politik anguckt, dann ist natürlich für die Uli Gottschalk und für die Abgeordneten immer das ein Thema von vielen. Natürlich auch ganz wichtig, das gebe ich hier auch unumwunden zu. Ich möchte auch auffordern dazu, eben auch bei uns mitzumachen. Weil ich denke, von außen motzen ist immer sehr leicht und einfach. Aber bei uns mitzumachen und intern die Dinge anzustoßen, das ist das wesentlich Schwierigere, aber auch das wesentlich Aufwendigere. Denn die dicken Bretter bohren von unten, von der Parteibasis aus, das kriegen wir häufig auch zum Vorwurf gemacht. Wir werden beispielsweise der HNA betitelt als Feierabendpolitiker und wir leisten vieles, ob das Kindergartenbetreuung ist oder jetzt auch Freihandelsabkommen. Wir versuchen auch unsere Spitzenmenschen in unserer Partei immer auf den Weg mitzugeben, dass sie berücksichtigen müssen, was diese Basis, die ihr hier alle seid, was die fordert und was die umgesetzt haben will. Und ich denke, ich bin mir relativ sicher, dass die Uli Gottschalk das mitnimmt und das sind noch einige andere. Auch der Timon Kremmels ist ein entschiedener Gegner dieser beiden Dinge. Das muss man heute Abend auch deutlich sagen, weil ich denke, Kritik ist berechtigt. Ich habe auch Kritik gehört, die war ein bisschen emotional, das gehört wahrscheinlich auch dazu, das kann man nicht abstellen. Aber es ist wichtig, dass man solche Veranstaltungen hat und ich stehe, glaube ich, nicht im Verdacht, auch für die SPD nicht, dass diese Dinge hier heute Abend nicht stattfinden können, ganz im Gegenteil. Sondern ich stehe dafür, dass man das weltoffen diskutiert und dann auch seine Meinung auch in Richtung der Uli sagen darf. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle heute Abend mitnehmen müssen. Dankeschön. So, jetzt bitte wieder nur kurze Beiträge und ich würde sagen noch zwei und dann müssen wir mal Schluss machen, weil sonst gehen die Ersten, weil es ihnen zu lang wird. Ich wende mich an die Genossin Gottschalk und erinnere Sie daran, dass wir seit Jahren eine zurückgehende Wahlbeteiligung haben. Reaktionen, die ich höre, eben auch von Genossen, wer nicht wählt, kann sich hinterher auch nicht beklagen, oder?
Wir machen Politik für diejenigen, die zur Wahl gegangen sind. Und ein früher Juso hatte in den 90er Jahren die besonders niedrige Wahlbeteiligung bei der amerikanischen Präsidentenwahl, als Clinton wiedergewählt wurde, mit den Worten kommentiert: Niedrige Wahlbeteiligung ist ein Ausdruck des Vertrauens in die Demokratie. Und dann gab es Neugründungen von Parteien, insbesondere die Piraten sind da zu nennen. Es gibt inzwischen eine weitere Neugründung auf der anderen Seite des politischen Spektrums und es ist an der Zeit, dass diejenigen, die auf der Straße als Pegida, Kagita und so weiter aktiv sind, begriffen werden als eine Folge der jahrelangen Missachtung von Bürgern. Und die SPD hat in der Person des nordrhein-westfälischen Innenministers von Nazis in Nadelstreifen geglaubt reden zu müssen. Der Bundesjustizminister, SPD, spricht von Schande für Deutschland. Die Bundesgeschäftsführerin sagt, SPD redet nicht mit denen. Ja, mit wem denn sonst? Mit denen, die über Jahre sich abgehängt gefühlt haben, muss SPD als Erste wieder reden. Als Entwurf im Gremium Projekt ein anderes Kassel, so zum Beispiel eine andere Welt, so zum Beispiel einen Entwurf gemacht, den ich den drei politischen Vertretern heute Abend überreiche. Das sind all die Themen auch genannt, die keine Chance haben, behandelt zu werden im Bundestag. Und es ist Zeit, dass dort aufgewacht wird. Möglichst kurz, ja? Ja klar, so kurz wie ich das immer mache. Nee, mein Name ist Bernd Wirtes, ich komme hier aus Luffelden. Ich sage auch gleich dazu, ich bin SPD-Genosse. Aber ich sage auch gleich, ich brauche keine internationalen Handelsabkommen, die ausschließlich den Interessen des Großkapitals, des internationalen Kapitals dienen. Das ist mein Bekenntnis. Und ich will auch nicht, dass unsere gute Mutter Erde weiter kaputt gemacht wird. Ich möchte nach Möglichkeit von dem, was wir haben, so viel wie möglich an unsere Nachkommen weitergeben. Das ist meine Grundhaltung. Da bin ich ganz dicht bei Ihnen. Ich bin auch kein Akademiker, ich bin Handwerker, das sage ich auch. Ich bin seit 48 Jahren in der Gewerkschaft, habe mit 14 angefangen, am Schraubstock zu arbeiten. So, ich habe aber auch ein politisches Bewusstsein. Und eins möchte ich Ihnen Liebe in Ihr Ohr sagen. Wenn Sie nach Hause gehen, schimpfen Sie ruhig über die Politik. Aber ich sage mal was anderes. Wir haben nächstes Jahr Kommunalwahlen. Nächstes Jahr im März, in 13,5 Monaten sind Kommunalwahlen. Wir suchen händeringend Leute, die sich in der Politik engagieren. Aber was ja auch modern ist in dieser Gesellschaft, dass man projektbezogen mitarbeitet, ganz toll, alles wunderbar. Ich gehe auch zu Demos. Aber was ich auch gut fände, wenn man sich regelmäßig engagiert. Denn was nicht so wahnsinnig guten Spaß macht, Politik, da kriegt man so oft einer an die Ohren. Ich meine, ich kann damit umgehen, ich habe da kein Problem. Das tut mir auch manchmal weh. Aber was ich auch sagen möchte, engagieren Sie sich auch in den Gemeindevertretungen, in den Stadtverordnetenversammlungen. Denn da fängt letzten Endes die demokratisch organisierte Politik an. Das möchte ich Ihnen gesagt haben. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Ich muss unbedingt noch eins loswerden, lieber Herr Koschner. Mein Name ist Walter Bertel. Ich möchte mich erstmal bedanken bei der Uli, dass sie sich dieser Diskussion gestellt hat heute Abend. Hat auch eigentlich ganz gut reagiert. Aber ich möchte ihr eigentlich auch ein bisschen Mut zusprechen. Uli, wir kennen uns lange genug, auch mal gegen deine Parteispitze zu wettern, dass die Bude raucht da oben. Und den Mut zu haben, denn du wirst in Nordhessen aufgefangen dafür. Da kannst du sicher sein. Abend. Nachdem zwei Parteien heute Abend hier nicht erschienen sind, muss ich mir eine neue
Möglichkeit überlegen, wo ich meine Erststimme mache. Dafür würde mich interessieren, wo in Bezug auf das Handelsabkommen und auf Bezug auf das Fracking-Gesetz Ihre rote Linie ist, wo Sie sagen würden, da stimme ich noch zu oder da stimme ich nicht mehr zu. Ja, hallo meine Damen und Herren, ich bin deutscher Bürger und ich sehe, Deutschland wird ja weltweit als Vorbild gesehen. Aber wenn man mal Deutschland analysiert, die Demokratie, seit 2008 hat das Bundesverfassungsgericht die Wahlen als verfassungswidrig dargestellt. Und die Spitze der Parteien und im Bundestag, die macht, was sie will. Und es hat sich eine Bewegung aufgetan, die wird ignoriert. 1 Million Stimmen gegen Abkommen und 50.000, ungefähr schätzungsweise 20.000, jetzt am Samstag in Berlin Demonstranten, wurden quasi, da kann man nichts sagen, aber das gab es schon vor Monaten, die wurden auch ignoriert. Und ich finde, dass ich auch Deutschland mal als Vorbild sehen sollte und ja, dafür auch was tun sollte. Schön. Ja. 15 Sekunden. Ja. Nee, ich finde, die Politik sollte endlich mal bewusst werden, dass eben diese drei Handelsabkommen eben wirklich ein ganz überragendes Thema sind und nicht irgendein Thema von vielen. Und deswegen sollte dieses Thema wirklich die notwendige Aufmerksamkeit bekommen und nicht jetzt so getan werden, es gibt noch so viele andere Themen. Natürlich gibt es viele Themen, aber diese Freihandelsabkommen würden so umfassend alles zerstören, was in Jahrzehnten aufgebaut ist, dass es alles andere in Schatten stellt. Ja, ich habe ein vorbereitetes Schlusswort und will vor meinem vorbereiteten Schlusswort noch eine Bemerkung kleppen. Von Pegida war heute Abend viel Rede. Pegida ist für mich ein Ausdruck von der Gespaltung der Gesellschaft und von immer mehr Menschen, die nicht genug Perspektiven haben, die sind für solche Ideen anfällig. Und die Abkommen, in denen Konzerne in der Lage sind, Schadenersatzansprüche an Staaten zu stellen, werden die Manövriermasse der Staaten verringern. Das heißt also, wenn Vattenfall 3,7 Milliarden für einen Atomausstieg hier anklagen kann, dann fehlt das Geld hier. Das heißt, die Armen werden mehr, die werden sowieso schon anderen mehr. Das heißt, es wird diese Zuspitzung immer weiter geben. Und auch, wenn ich Pegida angucke, denke ich, ist es wichtig, dass wir solche Schadenersatzklagen nicht sehenden Auges auf uns zukommen lassen dürfen. Das war meine Vorbemerkung zum Schlusswort und jetzt zum Schlusswort. Wenn sich das Thema bewegt hat und weiter bewegen wird, bleibt die Frage, was können wir tun noch? Einmal, für die, die es noch nicht getan haben, stimmen Sie mit der Europäischen Bürgerinitiative. Wenn Sie nicht wissen, wie es geht, gehen Sie auf unsere Seite. Auf unserem Flyer steht die Internetadresse von unserer Homepage drauf. Da ist oben links ein Link, der führt zu dieser Abstimmung. Und dann stimmen Sie bitte mit und sprechen Sie auch Menschen in Ihrem Bekanntenkreis an, dass die das auch tun. Wir sind jetzt bei 1,2 Millionen, das werden noch mehr. Das ist der Punkt 1, was Sie tun könnten. Der Punkt 2 ist, dass Sie auch Menschen im Umfeld das sagen, das habe ich schon gesagt. Und dann zu Punkt 3, es wird so sein, dass die SPD da einen Schlüssel hat, ob es Fracking geben wird und ob es die Freihandelsabkommen geben wird. Wenn es gelingt, in der SPD gibt es starke Kräfte, die dagegen stehen, wenn es gelingt, die zu stärken und zu stützen, dann haben wir Chancen, dass der Kelch an uns vorbeigeht. Und deswegen meine Anregung, gehen Sie in die Ortsvereine in Ihren Wohnorten, arbeiten Sie bei der SPD mit oder sprechen Sie das an und gucken Sie, dass die Ortsvereine an Herrn Gabriel einen Brief schreiben und sagen, dass er das bitte nicht mit uns machen soll. Bitte, bitte. Ja, und wenn Sie noch Kraft übrig haben, können Sie der CDU einen Brief schreiben, dass die Soldaten die vermisst haben. Es gibt in der CDU durchaus Menschen, die das auch so sehen wie wir, aber die sind so in der Minderheit, dass sie wenig Aussichten haben und vielleicht können solche Briefe denen Auftrieb geben.
Und dann können Sie auch unserer BI beitreten, soweit Sie das nicht gemacht haben. Es kostet Sie keinen Beitrag und es stärkt unsere Bedeutung. Und wenn Sie Spenden für uns haben, wir geben das Geld nicht unbedingt aus. Da möchte ich den Abend abschließen. Ich möchte mich bei allen bedanken, insbesondere nochmal bei Frau Gottschalk. Und kommen Sie gut nach Hause. Thank you.